Guten Morgen, hier von Straßburg. Wir sind am Ballumann von einer Sitzungswoche und machen in den nächsten Minuten den Bilan von den Arbeiten von der letzten Tage am Europaparlament. Ich begrüße ein Kompetenzteam von der CSV. Das geht bald komplett. Vivian Reding, Georges Bach. Bonjour. Bonjour. Ja, und es fehlt Ihnen. Der Frank Engel kann heute nicht bei uns sein, weil er hat seinen Papa begraben hat. Und er hat ihm ganz leid an uns auch. Und es gibt Sachen, die mehr wichtig sind, sich um Familie zu bekümmern, an so Momenten Platz heimzusitzen. Wir müssen werden das schon hinkriegen, ohne den Frank für ein Keer. Ja. Ja, wie du sagst, an den letzten Mai war auch das Wort Flüchtlingskrise ein Thema hier an der Plenär. Am Ende war den EU-Türkei-Summit zu Brüssel, und über den hat ihre Mittwoch auch gesprochen. Wir haben noch ein paar Fragen dazu angemeldet, die probieren mal hier mal zu beantworten. Georges Bach, ein richtiger Akkord geht es ja noch nicht. Allein aber Proposen, um das gehen die dafür in die richtige Richtung? Nein, das kann ich deutlich so. Und dass man mit dem Akkord, das ist ja kein Akkord, wie es der richtig gesagt ist. Das ist ja nur mal eine Verteilung auf zwei Wochen. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein Handel, den du mit Mengen an Mossen nicht mit der Menschenrechtskonvention am Anklang steht. Es gibt zwar den Gegenteil behauptet. Es ist am Anfang so, dass wir Türkei wir bezahlen für pro Flüchtling, für das sie halten bei sich, für das sie nicht an Europa herankommen. Die Balkanroute, die da mal so gesperrt gehen. Ich fand das persönlich, es handelt sich ja um München. Und ich fand das eigentlich nicht menschenrecht, freundlich, nicht menschengerecht, was wir da machen. Das heißt, wir verlieren eigentlich das Problem, verlieren wir aus der Union raus und wir bezahlen dafür. Und das werden wir eigentlich in der Vergangenheit auch ganz gerne machen. Weil ich kann mich in Zeiten erinnern, wo zwischen Frankreich und Libyen, zwischen Italien und Libyen auch so Akkorde bestanden haben, wo wir da froh wären, wenn die andere Seite zugemerkt gehen lassen und dann haben wir bezahlt und dann werden wir das Problem lassen. Dafür rein von der Hilfe von den Menschenrechten fand ich das dort nicht an der Reihe, nicht akzeptabel. Ja, nicht nur die Sache von den Menschenrechten, ob schon die ja aber für eine Partei wie die CSV, die den C am Namen hat, ganz Basis wichtig ist. Aber was für ein Bild geben wir dann als Europa? Die Schlamassel da. Lo machen wir ja aber wirklich die schlimmsten Regelungen, die man nicht mehr hätte können machen. Wir verlieren als Responsabilität und wir dienen uns quasi aus für ein engem Land, was ja alles ernst wie eine Demokratie ist, was ein waschecht Diktatur ist, so gut. Also ich fand das Bild, was mir da draußen ging als Europa, das ganz schlimm. Aber die Lesung, die lo do ist, die könnt aber nicht einfach so. Die könnt ihr dafür, weil die europäischen Staaten an der Regel hier Rolle nicht gespielt haben. Wie viel waren da dann, die einfach hier Grenzen zugemacht haben? Wie viel waren da dann, die gesagt haben, oh nein, wir holen keine Flüchtlinge ab? An den Herr Cameron, meinten. Was hat er gesagt? Er sitzt mit anderen den Tisch für Probleme zu lesen. Da sieht er, hoho, bei mir auf der Insel, da kommen aber keine Flüchtlinge ran. Aber was für eine Familie ist das dann, wo nicht gibt für einen seine Responsabilität überhält, wo nicht Decisionen zusammen geholt gehen und dann noch appliziert gehen. Wir geben ja ein Bild wie ein zusammengewürfelten Haufen von Nichtnutzen. Das kann doch nicht mehr so viel gehen. Du hast gesagt, mit denen aus dem Fungal ausführen, der Türkei, die EU braucht die Türkei, aber in diesem Dossier, die Türkei braucht auch die EU, auch in anderen Dossiern. Ein Frau, die mal Pummel gestaltet hat, hat die Türkei die EU ein bisschen an der Hand, finanziell und noch eventuell, wenn eventuell Beitritt an die Union geht. Hast du da ein Druckmittel für die Türkei? Also, es geht ja aber vier Runden wie hier auf einem türkischen Bazar. Ja, ganz richtig. Das sind auch Sachen aufgemacht und dann am letzten Moment wird gesagt, oh nein, ich hätte noch gerne das hier und das da und das da. Ja, selbstverständlich sind wir der Türkei ausgeliefert. Weil das ja über die Türkei, wo den Druck von den Flüchtlingen an Europa hauptsächlich kommt. Ob schon ich der Meinung bin, dass wenn wir die Flüchtlinge zurück an die Türkei bringen, dass die dann einen anderen Rut holen. Ja. Da werden sie nicht über Italien versichern oder über Albanien sind da ja schon verschieden, die probieren die Nordroute über diese Tundra zu gehen. Also das Problem haben wir damit nicht gelöst, mehr
Türkei versichert, euch zu erpressen. Sie sieht, sie hat gern Visa, Visafreiheit ja. für türkische Bürger. Ich meine, du kannst auch etwas dazu sagen. Sie hat gern, dass sie so sehr wie möglich an die Europäische Union abgeholt wird. Das geht aber nicht so. Und was mich manchmal schockiert, dass sie gerne bezahlt wird. Ja. Das fand ich richtig, weil die Türkei hat ja aber ein paar Millionen Flüchtlinge da sitzen. Sie hat die Last. Alle Guren selber gedroht, bis sie will, dass da matt geholfen wird, fand ich nicht mehr normal. Aber das ist das Einzige, was ich normal fand und dem ganzen Paket. Da müssen die Suche natürlich einfach da auch kommen. Da müssen die Suche noch nicht an der Türkei irgendwo Verbrauch geben. Da müssen sie konkret für die Flüchtlingskammern, für dass die Leute doch wirklich im Moment mehr zu essen kriegen, besser enkadriert sind und so weiter. Da sind ich mit der Hilfe d'accord. Aber nicht, wenn sie nur an der Türkei irgendwie benutzt wird für andere Zwecke. Aber für mich stellt sich noch eine fundamentale Frage an, das wie kann ich in der Türkei im Moment als sicheres Land erklären? Weil das ist ja am Anfang, hey, wir verhandeln und wir denken, wo wir so und das ist ein sicheres Land. Ja. Wir wollen, dass sie da bleiben. Ja. Ein Land, das Menschenrechte nicht respektiert, das die Freiheit nicht respektiert, Journalisten an die Prison setzt, das Krieg feiert gegen Kurden, gegen die eigene Population. Das kann ich doch nicht, also ich für meine Mose kann das Land nicht als sicher erklären. Und dann kann ich auch nicht mein Flüchtlingsproblematik denen überlassen, wenn ich weiß, dass das nicht ein sicheres Land ist. Also das sind alles Sachen, die an dem heute Format spielen, wo ich persönlich. Und dann natürlich, wie wir in Reding auch richtig gesagt haben, die ganze Problematik, wo Türken da wirklich loben, davon profitieren wollen, für gewisse Kapitel in Rem abgemacht zu kriegen, Rem verhandelt zu kriegen, ja. für den Beitritt erleichtert zu kriegen und so weiter. Das sind für mich Sachen, die. Ich fand das nicht akzeptabel, das ja, Moment. Da will ich aber als Leute draußen ein bisschen beruhigen. Nicht, dass sie Mengen Türken kriegen, die komplett abgemacht haben. Über die Visa vielleicht, da schwätzen wir noch drüber. Aber dadurch, dass die Kapitel an den Beitrittsverhandlungen abgemacht hat, ist nach Gönnäsch passiert. Weil eher das nämlich zugemacht hat, eher das betreffend Land sich und alles hält, was an dem Kapitel steht, zum Beispiel Pressefreiheit, zum Beispiel unabhängige Justiz, ja. Ja. zum Beispiel richtige Sozialstandards, et j'en passe, da vergehen nach ganz vielen Jahren. Das heißt, ein Kapitel abmachen heißt nicht, mehr Türkei an Europa rabringen. Das ist gut für die Klarstellung. Ich finde das ein bisschen aus dem Bauch, was mich gesteuert hat, das ist schon ganz richtig. Mit die Sache mit der Visa, das ist aber eine immediate Affäre. Das ist eine immediate Affäre. Und das bringt ja auch große Probleme mit sich. Ich meine, was bis jetzt, wie sagt man, ja aber nicht mehr, wenn eine gewisse Garantie durchgelöst wird, aber eine eine sogenannte Erleichterung, was da doch im Genehm heißt, muss ich nachgucken. Aber wenn die Erleichterung heißt, dass aber alle Menschen visafrei kann bei uns kommen, dann wird das aber zu großen ja. Problemen feiern. Und das heißt auch nicht, dass keine Flüchtlinge mehr bei uns kommen. An das Problem, dass auch verschiedene Länder keine Wellen holen, denen das so noch nicht geregelt aber dass die Verteilung nicht klappt. Denen ist überhaupt nicht geregelt. Ich habe gerade gesagt, wie in Briten sich überholt haben. Aber jetzt sind nicht nur die Briten allein. Das Behalten von den Briten, das müsste ja andere dann, dass die auch überholen. Und da sind da besonders als Ostländer. Wo mehr, die mehr kommen gelassen haben bei uns, wie den eisernen Vorhang gefallen ist. Du haben sie abgeholt, wir haben eine Solidarität gewiesen. Sie haben Milliarden an Milliarden Suche gekriegt. Fonge gekriegt, nicht für sie zu kaufen, aber für das ihnen soll besser gehen. An die erste Kehr, wo sie auch müssen Solidarität leisten, sollen sie auch. Das wollen wir nicht tun, was wir nicht zu tun. Ja, das geht nicht an einer Familie. Wenn es an einer Familie Schwierigkeiten gibt, dann muss jeder für eine Hand abhaken und nicht nur ein oder zwei. Das Problem, das wir zu Calais haben, für ganz konkret, weil das ganz nur bei unserem Haustier ist, die unmenschlichen Konditionen an den Camp, wo die Franzosen ganz viele Reproche gemacht haben, weil sie da einfach geräumt haben, weil sie so nicht ein bisschen salopp, weil sie aber trotzdem auch anständige Habitationen zur Verfügung stellen. Aber das ist ein britisches Problem. Britische Probleme, die man einfach dort so an die Leute, die bleiben natürlich auf der anderen Seite vom Kanal sitzen. Und das ist auch Frankreich und die haben dann das Problem. Dafür, und das meine ich, weiß ganz deutlich, wenn man sich zumischt, wenn man sieht, okay, dem Nopper
guckt du, dass der Einzige ist, da kommen so Sachen raus. Und das ist auch auf der anderen Seite fällt. Und das ist gefährlich für die Zukunft, das ist gefährlich für die Zukunft von Europa als Idee und als Praxis von der Idee sowieso, aber auch für den Schengen-Raum. Dafür fand ich es richtig, dass Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident gesagt hat, dass er mit einem Projekt für Schengen zu festigen und für das Asylrecht zu reformieren. Weil das war nicht geschrieben, für so einen Aussturm Halt zu machen. Aber besonders mehr zu bauen, wo ihr Interesse darauf, dass die Obergrenzen bleiben, weil wir auf die Obergrenzen angewiesen sind. Nicht nur, weil wir müssen exportieren, aber weil wir alles, was wir verbrauchen, ja importieren, weil alles so viel mit Eier gibt, wenn Grenzen nicht da wären, aber auch, weil wir ja gerne rausgehen als Bürger, als für Randvakanz zu gehen, als Studenten, für zu reisen, als Geschäftsleute gehen raus, auch noch, weil wir die 150.000 Frontalien all der bei uns schaffen kommen, was geschieht da, wenn Grenzen so gemerkt gehen. Das haben wir ja gesehen, nur den Terroranschlag auf Frankreich, für die Grenzen 2-3 dicht so gemerkt gehen, sind bei zwischen Lützeburg und Frankreich als nächstes mehr gelernt. Erlebt mir, dass ich aber nach zwei anderen Sujets kurz zuschwätzen von dieser Woche. In einem Thema war die sogenannte Direktiv-Detachement, die Entsenderichtlinie. Ich weiß nicht, wie das genau in Lützburg definieren soll. Da geht also darum, weil Leute von ihrer Firma an der EU, an ein anderes EU-Land detachiert gehen, für eine Zeit zu arbeiten. Geht da also auch ein mögliches Sozialdumping. Georges Bach, gibt das, was die Kommission nicht proposiert, Satisfaction? Das ist ein wichtiger Schritt. Es gibt uns nicht 100% Satisfaktion, weil wir von der Basis ausgehen, dass gleich Arbeit für den gleichen Lohn auf derselben Platz soll bezahlt werden. Das ist etwas, was die Kommission, den Jean-Claude Juncker, bei seiner Antrittsrede doch gesagt hat. Das ist uns wichtig und das geht in die Richtung, bis lohnen Unternehmen, die derbeste an ihr Land geschickt haben, just brechen, just müssen dort den Mindestlohn bezahlen. Lo müssen sie die Tarifautonomie, also die Tarifvereinbarungen an Kollektivverträge, wie wir so, müssen sie anhalten von dem Land, die allgemein verbindlich erklärt sind. Dazu kommen nach verschiedenen auch die Zollern für Schlechtfeder, für Spesen, für Wegegeld und so weiter. Und das heißt, sie müssen schon viel mehr applizieren, auch Basis Arbeiterschutz, Gesundheit, Sicherheit auf der Arbeit, alles das müssen sie garantieren, nur den regionalen, nationalen Kriterien. Und das ist schon mal wichtig, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ihr könnt auch den anderen Wolle von der Sécurité sociale, die wird ja noch 2 Jahre nach dem Land bezahlt, wo die Genischen hier kommt. Auch das soll an einer zweiten Phase verbessert gehen. Das ist auch ein wichtiger Schritt, weil auch am Sozialbereich wird viel Dumping gemacht. Das heißt, wenn in Pensionsanzahlungen guckt, Krankenkäse und so weiter, auch da als eine unfaire Konkurrenz. Und darum geht es. Es geht einerseits um den Schutz von dem Arbeiter, von den Beschäftigten, andererseits aber auch für faire Bedingungen zu schaffen zwischen den Unternehmen. Bausektor, Konstruktion, als zum Beispiel in den Hauptsektor, wo das stattfindet, aber auch Agrikultur, Santé, andere Dienstleistungen, sind auch Banken, die austauschen, Leute austauschen. Dann haben wir aber auch Transport, der das in Dossier, die nachts zu behandeln bleibt. Die könnt Ende des Jahres auf dem Tisch. Also das ist für den ganzen Sozialdumping da ein Riegel für zu schieben, wie wir so ein, als das hier ein wichtiger Schritt, aber es bleibt trotzdem noch viel zu machen. Wir haben ja auch hier an der Co-Decision als Parlament nach Möglichkeit, für danach drauf zu schaffen und danach Verbesserungen ranzubringen. Wie war das Sozial-Europa? Du hast die Kommission von Jean-Claude Juncker ja ein AAA-Sozialversprach. Wo ist denn das Dossier drin? Gibt es da schon eine Agenda? Das ist so, dass auch das bei der Untrittsrede von der Kommission, von Jean-Claude Juncker seiner Kommission, als auch da gesagt ging, ein Seil zu schaffen, ein Pilier von den sozialen Rechten. Und das ist dann, laut Singer aus, wurden das vergleichen mit einem Ranking, den wir kennen aus der Wirtschaft, von den Banken, dem AAA, was ja den absoluten Maximum durchstellt, ein AAA sozial. Und die Kommission, außer der Ankündigung, hat es aber in den 1,5 Jahren nicht viel vorgelöst, dass wir als Parlament dann noch ein bisschen nur gedreht und gefragt, was stellt die Regierung mal vor, aber wenn ich könnte. Die Kommission hat dann gesagt, dass sie eine öffentliche Anhörung lanciert, die soll Ende des Jahres da
fertig sind, natürlich, wo alle Sozialpartner, die Unternehmen erwarten, als Zivilgesellschaft, als Bürger insgesamt, können sich da melden, was sie unter dem Sozialen sich vorstellen. Und das sind am Anfang drei große Bereiche, wo die Kommission darüber geht. Das sind einerseits Multibis-Konditionen, alles, was dort du arbeitest, also als Kontrakt, wie viele Stunden muss ich schaffen. Dann als den zweiten wollen wir das den Lohn auch und dann auch die Geschichten wie Sozialdialog an den Unternehmen und so weiter. Und das ist auch wichtig. Und der dritte ist der Sozialschutz, das heißt Pensionen, Krankenkasse, Assurance, Dependance, was du alles sich so für die Sozialaspekte kann vorstellen. Und dann soll die Kommission 2017 mit einem konkreten Vorschlag rauskommen, aufgrund von der Konsultationsrunde. Und wir haben natürlich auch schon an unserer Question parlamentär gesagt, wir hätten gerne ein Konzept, wir hätten gerne Aktionen, ganz konkrete Aktionen, und dann natürlich muss man auch mehr gehen. Und das soll dann am Anfang das Sozialmodell von Europa definieren. So wie wir ein Wirtschaftsmodell haben, haben wir dann in dem Moment auch ein Sozialmodell. Und ob schon die Kompetenz von den Mamerstädten ist, das muss ich auch an dem heutigen Dossier sagen, ist dann das aber trotzdem ein Leitlinie, ein Kader, wo die Sozialpolitik in Europa sich dran rum soll fangen und definiert sein. Georges Bach wird da bestimmt ganz genießt, wie wären die Sozialdossier, das ist ja sein Bereich. Dann da gestern im Parlament, da war er auch über den Zigarettenschmuggel nachgeschwert, wie wir in Reding. Das Parlament proposiert in dem Kontext ein Aufkommen mit Philip Morris nicht zu verlängern. Die hat er da so gesehen, für das nicht zu verlängern. Was geht dann da genau? Es geht ganz einfach darum, dass verschiedene Leute nicht will TVA bezahlen, die ja relativ hoch ist, ob all denen Zigaretten an anderen Tabak wurden, dass das aber streng reguliert ist und dass die Hochkosten noch drauf gelöst sind, für die Leute aufzuschrecken, weil das nicht so viel soll gefilmt gehen. Das ist ein Gesundheitsproblem und das ist ein Problem für Recht und Gerechtigkeit. Am Anfang hat die Kommission versucht, das mit den großen Unternehmen selber zu handeln, dass sie am Fungerhold Polizei gespielt haben, für das hier Ege, wo nicht soll einfach um Schwarzmarkt verkauft gehen. Das muss aber lo ein Ende kriegen, weil so, wir haben lo ein Tobak-Direktiv, wir haben lo ganz klare Regeln, die erbischt für Kontrolle zu machen, da draußen, über die Sachen, die richtig laufen oder nicht richtig laufen. Das ist ja aber nicht ein Erbischt von den Unternehmen, das ist ein Erbischt von den Regierungen. Ja? Wir können die Sicherheitskontrollen da nicht aussourcen. Ganz einfach, das hat das Parlament gesagt. D'autant plus, wo ja die große Probleme haut nicht mehr als bei den Marken Zigaretten, mehr bei den sogenannten weißen Zigaretten. Das ist ein Ramschwur, die inner Preis verkauft wird, an die überschwemmt den schwarzen Markt. Das heißt, es sind die nationalen Sicherheitsorgane, die da müssen hier erbischt, ob ein vernetzten Erderweis an Europa machen, für den Schwarzhandel dort zu unterbannen. Aber wir können nicht den Outsourcing, aber wir können noch nicht den Bock zum Gärtner machen. Wir haben das, wie Vivian Reding richtig gesagt hat, die Tobak-Direktiv, die los soll hier frischen dann drohen. Und natürlich auch das Aufkommen, was wir mit der Weltgesundheitsorganisation haben, wo wir klar mengen, dass so ein Aufkommen eigentlich auch nicht mit dem mit dem Akkord, den wir mit der Weltgesundheitsorganisation haben, dass das juristisch auch nicht an Anklang kann stehen. Und das ist der zweite Punkt. Und ich meine, die zwei Sachen, der ganz regelwirkt die Gesetzgebung zusammen, das soll sich Frieden drohen. Und dafür fanden wir, dass es nicht notwendig ist und auch nicht richtig ist, für die Akkoren dort zu verlängern. Und das ist ein von denen Beispielen, wo die CSV-Gruppe nicht mit der EVP gestimmt wird. Mhm. Wir haben als klar desolidarisiert von der Position von unserer Mammepartei und wir haben auch klar gesagt, für was. Aber wir sind in eine andere Richtung gegangen, die wir zwei gerade erklärt haben, weil wir meinen, das wäre eine verständliche Richtung und das wäre die richtige für die Zukunft. Wenn ich noch vielleicht darf dabei fügen, das bedeutet nicht für Lützeburg, sondern auch für als Tobakindustrie zu Lützeburg abbauen, weil das ja schon geregelt an der Tobak-Direktiv, die lo dann daheim auch muss umgesetzt werden. Das heißt, hier wären am Anfang allgemein Gesundheitsinteresse und allgemein Handelsinteresse, die wir vertreten haben, und nicht unbedingt au Detriment von den Arbeitsplätzen zu Lützeburg. Merci, Vivian Reding an Georges Bach. Den nächsten Monat sind wir darum da, dann noch Manfred Engel.
Ich merci für das Nachgucken und wenn ihr froh seid, dann schickt das dir euch ran über E-Mail auf europa@csv.lu oder auf Facebook. Merci für das Nachgucken und bis nächsten Monat.